Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy Silver. Uff, pelzig. Und da meine letzte Stunde so viele Laberrunde hier gehabt hätten, beziehungsweise ich einen ellenlangen Monolog halte hab, muss ich jetzt nochmal kurz was machen. Und zwar, Gucken wir mal her, Mädel. So. Jetzt müsste hier eigentlich was passieren, genau. Und zwar laufen wir hier so ganz normal durch die Gegend. Warten! Was ist denn los? Warum bist du plötzlich so aufgeregt? Ich kenne die Gegend ziemlich gut. Es ist schwierig durchzukommen, machen euch auf einiges gefasst. Ey, wir Menschen das. Wenn versuchst du uns reinzulächer, damit kommst du nicht durch. Nee, es ist wirklich schwierig. Da sind sie, ergreift sie! Aha, Shinra-Soldaten aus dem Nichts. Annelien? Nee, das sind sie nicht, das sind die Typen von vorhin. Juffie, du hast vielleicht Nerven. Das hab ich nicht gewusst und damit hab ich nichts zu tun gehabt. Was soll denn das Wesen? Damit, als hätte schon irgendein heuchlerischer Plan gewittert, du Nackeitel noch einmal. Was sollen wir machen? Los, schnappen sie erst. Dann frage. Okay. Das heißt, wir haben nur Cloud und Sid jetzt hier gegen zwei Shinra-Kämpfer. Und wir können die mit zaubern oder beschwören oder sonst irgendwas machen. Das ist natürlich nicht so dolle. Und das Sid schläft auch noch. Tja, was ist hier passiert? Dreimal kennen das Eich wahrscheinlich. Dreimal dürfen er wahrscheinlich roter. Und da habt ihr vielleicht auch schon Eich denke kenner. Die Yuffie hat uns unser Materia abgezwackt. So, das heißt. Zack. Wir müssen hier attackieren weiter. Okay, das Sid hat er wieder aufgeweckt. Und schnetzel den Knaber. Hopp, Sid, den schnappst du da jetzt. Und durchbohrt. Nala. Sehr gut. So, die Shinra-Kämpfer haben wir erledigt. Und beide haben noch ein Level abgestartet. Was zum Geier ist denn da los? Ich hab da gewusst, dass was fehlt. Mein Materia ist fort. Ey, mir ein Problem. Unser gesamte Materia ist fort. Wo ist denn die Yuffie? Abgezockt. Die Kleckgretel, mich so zum Dappes zu machen. Kein Zweifel, die Gär war von Anfang an nur hinter meiner Materia her. Ah, anscheinend ist sie noch Norden gegangen. Jetzt stellt euch nicht so dappig an, wir gehen jetzt. Der Rest von dem Scheißdreck ist Geschichte. So, jetzt haben wir auch wieder den Barrett dabei. Und wie ihr sehen könnt, nix mehr. Nix mehr da. Wir können uns auch nie mehr über Genesung und so heilen. Jetzt haben wir den Salat. Und das hätte ich normalerweise gern mit Wutai verbunden. Weil jetzt wäre der Weg natürlich mit Zufallskämpfer so richtig heftig und hässlich gewesen. Aber ich wollte es damals eigentlich ursprünglich hier Wutai mit dem ganzen Nebenquest-Gedöns hier verbinden. Aber wir können natürlich jetzt mit unserer Dire und sehr stark erkämpft die Materia hier einfach nur der Yuffie opfern. Das heißt, die muss natürlich wieder zurück, die Materia. Und die finden wir da halt wieder in Wutai, wie ihr es euch denken könnt. Mystery Ninja wurde so ursprünglich genannt. Ist ja klar, dass die in Wutai sitzt. Boah, sitze, große Shinobi. Und deswegen müssen wir da wieder hier. Und müssen dort unser Materia wieder zurückholen. Aber ich habe jetzt auch bewusst, wie gesagt, die Zufallskämpfer ausgeschaltet. Weil das mit den Gegnern, huiuiui, das wäre echt heftig. Aber wir wissen auf jeden Fall, noch dem Ganzen geht es in der Hauptquest weiter Richtung Gold Saucer, weil der Dio der Schlüssel zum Tempel vom alten Volk hat. Das haben wir auf jeden Fall in der letzten Episode auch noch durch Zufall erfahren. Weil so genau habe ich das ach echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und jetzt sind wir wieder. Okay. Nix da, hey. So. Ich glaube, du bist reingegangen, oder? Nee. Du warst nicht. Jetzt geht das Gewurstel hier los mit der Yuffie.
So, ist er vielleicht da in der Bar? In der Turtles Paradise? Nee, aber das sind drei andere bekannte Gestalter. Du? Wie kommst denn du hierher? Das ist egal, man kann sagen, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Bereite dich auf den Tod vor. Okay, Cloud nimmt sie beim Wort. Oh ja, wir bereiten uns zum Kampf vor. Und was passiert? Elena, du babbelst zu viel. Was? Was machen wir hier draußen mit dir in der Wildnis, mit dir in der Pampa? Wir machen Urlaub und erholen uns von unserer Erwet. Jetzt ist unser Urlaub versaut. Aber... Sogar das Bier schmeckt schlecht hier. Entschuldigung. Die kämpfen also nicht gegen uns. Drink Root, wie lange seid ihr schon zusammen? Es war nicht leicht, ein Türk zu sein, aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass ich es gemacht habe. So habe ich sogar ein paar Verrückte wie dich getroffen. Und was sagst du wieder, du Überkandidelti? Du hast Glück gehabt, jetzt geh mal aus der Aare. Wenn ich dich das nächste Mal treffe, läuft es nämlich so glatt ab. Auf die Türke, auf Torino. Prost. Gut, die attackieren uns anscheinend nicht. Das finde ich schon sehr cool. Finde ich auch sehr geil gemacht, dass man die jetzt so im Urlaub hat. Und beim ersten Mal haben wir ja gesehen, da war er nie davor. Dann gehen wir mal da hier. Materia-MP-Absorption. Materia-MP-Absorption gestohlen. Wo auch immer die im Gebälk jetzt gelauert hat. Aber sie hat uns mal wieder ordentlich die Materia abgezwackt. So, jetzt müssen wir sie wieder finden. Also wo ist sie hier gerannt? Ich glaube mich zu erinnern, dass es dann hier war. Oh nee, noch mehr komische Typen. Also, oh nein, nicht noch mehr komische Typen. Nein, die sehen nicht so aus wie die, die vorher da waren, aber sie sehen auch komisch aus. Okay, das haben wir immer noch. Das hatten wir immer noch, ja. Was sollen wir tun, Opa? Ein fremdes sehendes Mädchen kam hier vor einer Minute rein und ich... Ja? Ui, da ist er. Und zacke sofort. Also wieder ab hinterher. Ich glaube, jetzt müsste dort irgendwo stecken. Nee. Das Ketzel pennt auch nach wie vor da. Nee. Hier bei der Ketzel steckt sie auch nicht. Hat sie auch kein Asyl gefunden. War das dann hier? Das ist mein Haus, kommt hier nicht rein. Okay, alles klar, nach wie vor nicht. wo war das dann, wo sie sich dann versteckelt hat? Ja, der Topf wackelt. Genau, da war's. So, jetzt positionieren wir uns mal und sind mal ein bisschen clever. Sid und Barrett sind in Stellung und... Batsch, druff. Hätte man vielleicht den Barrett drauf kloppen lassen sollen, das tut bestimmt mehr weh. So, da kommt sie und landet vom Sid. Und du landest vom Barrett und vom Cloud. Du kannst nicht wegrennen, Yuffie. Na gut, ich weiß, ich hab Unrecht gehabt. Du hast gewonnen, ich geb da deine Materia zurück. Aha. Okay. Wird das noch gut gehen? Da kommen jetzt auch noch die Shinra-Kämpfer, die Soldaten dazu. Und deine Berichte sind eben. Sind alle. Oh, deine Berichte hätten zugetroffen. Er macht dir tatsächlich Ferien. Endlich jemand gefunden, hol die Türke zur Unterstützung. Was für ein Herrscher. Was war das? Wir haben Dienst frei und rennen nicht einfach los, um euch zu helfen. Wir wissen, dass ihr Dienst frei habt, aber. Wenn ihr das Mensch, dann lass uns in Ruhe. Dich anzugucken, nüchtert mich schon aus. Befehl vom Hauptquartier, ihr müsst ihn auch umsuchen. Na, Anna, das reicht. Wir kriegen nach ohne die Türke. Ihr werdet schon sehen. Und glauben bloß nicht, dass die im Hauptquartier nichts davor erfahren. Reno, glaubst du wirklich, dass das eine gute Idee war? Ich meine, wird ein professioneller Türk so reagieren? Elena, versteh mich nicht falsch. Ein Professioneller opfert sich nicht für seinen Job. Das macht nur ein Dappschädel. Root? Der sagt auch nichts. Na, Allah.
Das nehme ich dir nicht ab. Tschüss. Entspann dich, dieske Kind mehr. Lass einfach machen. Okay, die sind also wirklich hier auch von Shinra noch jemand auf der Suche? Ich weiß die Materia. Ich habe es an einen sicheren Ort untergebracht. Folgen mal. Jetzt sind wir in irgendeinem Gebäude, in dem wir vorher noch nicht waren. Da pennt jemand auf dem Futon. Ist wohl ihr Haus hier. Okay, da unten immer so eine Art Trainingsraum. Das höre ich schon seit ich klein war, aber bevor ich geboren worden bin, hat es in Utah mehr Leid gegeben und der Ort war wichtig. Du hast gesehen, wie es aussieht, ne? Nur ein Urlaubsort. Nachdem wir den Krieg verloren haben, ist der Friede gekommen, aber damit haben wir etwas verloren. Guck da nur Wuta jetzt einmal an. Das ist der Weg, wenn ich viel Materie hätte, dann kennt ich. Horch mal, Juffi, die Geschichte von Wuta und deine Gefühle sind uns egal. Du hast unsere Materie und wir wollen sie jetzt zurückhaben. Wenn du sie uns zurückgibst, vergessen wir das Ganze. Ich weiß, das weiß ich. Der Schalter, der Hebel links Materie, der dreht. Okay. Dann drück doch. Der linke, hat sie gesagt. Platsch. Was zum Henker ist denn das? Vertrauen in niemand einfach so. Die Materie kennt mir Pechkarte. Die Bildsche Materie suchst du doch selber. Und das stimmt, wenn du noch Materie suchst, denk dran, du musst sie klauen. Stehle, hä? Stehle ist doch gut, oder? Hab dich. Okay, dann ziehen wir das Ding wieder hoch. Die zwei gucken auch schon ziemlich verdattelt. Und dann geht's da hinterher. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Aha. Das war also Yuffies Haus. Du musst irgendjemand noch gewesen sein, der versiehte Platz freigehalten hat. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo hat sie sich jetzt verkrochen? Das Ganze geht wieder von vorne los. Nee, also nicht im Katzenhaus. Also Yuffie ist definitiv ein Katzenmessi. Das wissen wir jetzt doch. Jetzt ist nur die Frage, wo sie hier verschwunden ist. Weil die Quest, die können wir nicht einfach so abbrechen. Und, hoch, ja. Und, okay, die haben auch nichts mehr. Die verkaufen uns nichts mehr, okay. Ja, und die Sache ist halt die, dass wir hier jetzt nicht einfach abbrechen können, weil wenn wir abbrechen würden, würden wir auf alle unsere Materie pfeifen. Und do dazu bin ich definitiv nicht bereit. Ach du liebe Zeit. Ich glaube, ich hab's echt wieder mit meiner Stimme. Weil Final Fantasy VII, das schlaucht mich von der Stimmleistung her doch ganz schön, muss ich sagen. Aber ich finde, es lohnt sich, so wie ich die Stimme noch mache. Dann müssen wir, glaube ich, do hingehen und dann schreien. Und wir sind die Glockschlacher. Da geht doch nämlich der auf. Und dann können wir dort reingehen. Aha. Lass uns gehen. Ich hab gesagt, lass uns gehen. Hier, wer denkst du? Au, was machst du, du Tappis? Du. Ho, ho. Kennt er noch? Hui, hui, hui. Corneo? Hui, ich hab's endlich, ein neues Mädel. Zwei, um genau zu sein. Hui, hui. Zwei? Hey, lass mich los, das wär's doch bereue. Okay, der Lüstling hat sich jetzt die Elena von der Turks geschnappt und hat sich auch noch die Yuffie gekrallt. Und ja, das habt ihr bestimmt nicht kommen sehen, oder? Und Shinra ist natürlich auf der Suche nach ihm. Du Isa, es ist der Corneo, lass ihn nicht kommen. Angriff! Und die sind auch so blöd und rennen doch volle Wumme in uns rein, die Shinra-Soldaten. Ach Gott, Angriffstrupp, ja. Es ist herrlich, die Sidequest, wie ich finde. Dodo noch hat man die Yuffie danach endgültig im Team und sie wird ihm dankbar sein, dass sie ihrer potenziellen Vergewaltigung durch den Typ entgangen ist.
du wärst schon dankbar sei drum, deswegen haben wir sie dann endgültig im Team mit drin. Weil der Don Corneo, das ist ja schon ein extreme Lustmolch, anders kann man sie echt nicht sagen. So, dann machen wir das auf. Das schlechteste an den Angriffstrupps ist halt definitiv, dass die hier Leute in den Zustand Schlaf versetzen können. Das ist schon etwas nervtötend. Und dass sie auch noch blind machen können, das ist auch noch ziemlich doof. So können die auch mit wenig Schaden definitiv noch viel anrichten, die Burscher. Ich meine, sie halten echt nicht viel aus. Aber die Zustandsveränderungen, die nerven doch schon etwas. So, schnapp dann. Du ach Cloud, jawoll. Und jetzt nur noch das Sid und der Barrett. Und dann dürften wir das ach, dürft die Bär ach geschält sein. So, Della, so wird's doch gemacht. Sehr gut. So wird's gemacht. Und auch wenn die Episode jetzt ein bisschen länger ist, ach, die Sidequest würde ich hier ganz gern abschließen. So, da wir keine Zauber zur Verfügung haben, müssen wir auf unser Tränke zurückgreifen. So, das hat jetzt ordentlich was reingerissen, aber wir sind wieder geheilt. So, jetzt sind wir hier bei dem Alter wieder, der aber nimmer in seinem Bett liegt. Na, ich hätte genauso gut auch Penne gehen können, aber so what? Okay, die Turks, die rennen hier auch rum. Elena. Und. Corneo hat viel Talent, wenn es dort rum geht, abzuhauen. Elena. Lass uns gehen, Root. Jetzt zeigen wir ihnen, was die Türke alles können. Hört sich nicht schlechter. Wenn er Elena in der Hand hat, dann wird's schwierig. Und, ja gut, Corneo hat die Yuffie entführt. Und ohne die Yuffie haben wir keine Chance, unsere Materie zurückzukriegen. Versteh mich nicht falsch. Ich hab denn vor, mich einzumischen. Lassen wir uns doch einfach gegenseitig in Ruhe, okay? Einverstanden. Wir haben alle die Absicht mit der Tür gezogen, kooperiere. Also in welche Richtung ist der Corneo abgehauen? Ja, es ist eine tolle Einstellung. Hier ist ein Tipp. Es ist der Ort, der am meisten auffällt. Das können wir uns dann acht denken, was der Ort ist, der am meisten auffällt hier. Dieser Naruto-like Gigantoberg mit Götterabbildungen wird es wohl eher sein. Denn ich sage an der Stelle, dann speichern wir noch. Ja, und die Sidequest, die mag ich heute definitiv auch noch beendet haben. Dann haben wir nämlich das Optionale in zwei Episoden abgeschlossen. Das fände ich sehr, sehr cool. Und wir haben auch mal ein bisschen was außerhalb von der Hauptstory gemacht. Ach, das finde ich sehr cool. So, da sind wir. Endlich bist du da, wir dehlen uns auf. Mach was mit, aber die Elena bringst nicht in Gefahr. Kernsch, mir tun dem Mädel nichts, Yuffie. Vorerst. Okay. Stehlen wir uns mal auf. Root geht in die Richtung, dann gehen wir wohl geradeaus. Natürlich gibt es ja auch noch Zufallskämpfe, ist ja völlig klar. Oh, giga, lustiges Gewürm. So, der Barrett lassen wir zuerst mal Granate reinschleudern. Und mal abwarten, was da jetzt kommt. Seite sehen wir, dass der Cloud sich ein bisschen langsamer als der Sid bewegt. Das hat in den Zustand Gemach versetzt. Das heißt, sein Zeitbalke wird schneller, wird weniger schnell aufladen. Weniger als normal. So. Ja, durchstecken wir. Sehr gut. Und was sagst du? Hm. Du sagst nichts. Du gehst in die Höhle rein. Okay, dann gehen wir da mal noch. Und was sagst du? Er sagt immer noch nichts. Okay. Boah. Hier ist kein Durchkommen, die Flammen verwandeln und sofort in knusprige Hinkler. Alles klar. Also, das ist wohl nix. So kommt man doch nicht durch. Und was sagst du? Ihr habt ach alle geglaubt. Die wären hier, oder? Wir hätten uns gedeicht. Die könnten auf keinen Fall so weit kommen sein. Okay. Und natürlich wieder ein Zufallskampf. Gegen, ui, gegen diese lustige Vogelmensche, Garadu, oder Garuda, Entschuldigung. So. Feindkönner können wir leider auch nicht anwenden, weil hier unser Feintechnikmateria weg ist. Das ist etwas doof. Boah, das ist wieder das, was die MP abzwackt.
Oh, 160 MP, Alter, leck mich doch fett am Sack. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja abartig. Wir haben ja auch im Lade die Materia MP-Absorption kriegt. Da können wir denselbe Trick auch machen. Was ich persönlich ziemlich gut finde. Boah, Mann, ist das mies. Ist das ein mieser Scheiß. Und jetzt ist jeder an der Reihe, jeder hat sein MP abgezwackt, kriegt. Boah, Cloud hat so gut wie gar keine mehr, nur noch 10er. Die haben uns ordentlich gebeutelt, ach wenn es nicht die HP waren, sondern die MP. So, Blitzrauch haben wir da wieder gefunden. Was gibt's denn da unten? Aha. Lass mich gehen! Lecker, fabelhaft. Ich glaube, ich habe ein neues Hobby gefunden. Was soll's da? Was soll's sein? Soll ich mit ihr gehen? Ich könnte eine Tür geklappt, Jana, dass du mit durchkommst. Oder vielleicht mit ihr? Oh Gott, ich hätte nicht geahnt, dass das passiert. Da hätte ich das Abseiltraining ein bisschen ernster genommen. Man sollte bedenken, die Yuffie soll erst 16er sein. Ich habe mich entschieden, meine Gesellschafterin für die Nacht soll, die fröhlich sei. Oh, Verschämtheit, leg dich nicht mit mir an, du alter Babsack, du hast ja nicht mal Materia. Oh, sie ist ganz schön knackig. Okay, das reicht. Puh, was ist denn hier los, wer ist denn du? Ah, ist das ein ekliger Typ? Oh Mann, Wolk! Lange gesehen. Sag, nett, du hast vergessen. Vielleicht vergibt Gott so einen hässlichen Krötenkopf wie dir, aber ich sicherlich nicht. Du verdammte Midgar-Jen. Ach, halt die Gosch, keiner von euch ahnt, wie sehr ich seitdem gelitten hab. Das ist eine lange Geschichte, aber... Interessiert eigentlich keiner, oder? Es ist mir doch scheißegal, du losch die beiden Mädle laufen oder ich brech den Arm. Ja, Mensch, ernst, gut. Das mal kann ich mir auch ein Späßchen leisten. Warum hast du meinen kleinen Abs umgebracht? Ihr könnt mit meinem neuen Haustier spielen, dann kommt nach bei meiner Suche noch eine Braut in die Quer. Raps, hierher! Okay. Hör mal, fliegen die Kreatur jetzt? Arka! Aero 3, ach du Scheiße! Ach du liebe Zeit! Boah, das war übel, das war richtig übel! Elixier ist zu viel, X-Trank, den kann der Barrett jetzt gebrauchen. Und der macht nur einen Hammerschlag auf das Vieh. So, nicht ein Hammerschlag, natürlich eine Granat, klar. So. Ja, das hat er schon mal nicht schlecht abgezogen. Ach du liebe Zeit, der Cloud, der kriegt aber hier auch ordentlich auf den Sack. Will ich ach, Sarah. Sid greift A. Der Barrett kann heilen, weil der Sid, der greift ein bisschen stärker A. Der kann die Wolk heilen. Und der Cloud ist auch noch einer von unseren Stärksten. So. X-Trank, das gibt alle Leben wieder zurück. Also das ganze Leben. Das ist sehr, sehr cool. Und, oh, der Sid hat's gecrashed. Der ist endgültig kaputt. Dann müssen wir wiederbeleben. Ja, das ist ein harter Kampf gerade, merke ich. Boah, 900 Ends. Das war auch nicht verkehrt vom Schade her. Sid greift A. Du machst mal einen X-Trank auf das Sid. Wolk, du machst deinen Sprungangriff. Und Sid, du attackierst das Mistvieh. Und wups. So. Na, Allah. Sehr gut. Das war ein heftiger, aber kurzer Bosskampf. Ohne Materia ist halt immer etwas übler. So, 3200 Erfahrung haben wir Dodo vorkriegt. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Und der Friedensring haben wir auch noch gekriegt. Was auch immer der A stellt. Und jede Menge Gil. Halt, Moment mal. Halt die Gosch? Ich hör mir einfach zu, es dauert auch nicht lang. Warum soll so ein böser Kerl wie ich seinen Stolz bezwingen und um Gnade betteln? Erstens,
Ja, erstens, weil er bereit ist zu sterben, weil er siegesicher ist, weil er keine Ahnung hat. Weil er siegesicher ist. Richtig. Oh-oh. Es macht mich wahnsinnig. Wenn ich den Knopf hier drücke, fallen sie kopfüber und dann gibt's Tomatensaft. Scheiße. So lebt also ein Verlierer. Großartig in deinem Kommentar. Verdammter mieser Fotzbeinkel, gewitterduner Keitel, widerwärtigster. Sonst was, dach die Barava. Ich lach zuletzt. Nee, das wären wir. Was ist denn hier los? Wer ist denn da? Aha, da sind sie schon. Zumindest einer von da. Die Türke. Du hast gewusst, dass das passiert, den von dem Moment, als du das Geheimnis verrot hast. Wir werden uns um dich kümmern. Persönlich. Mist, dann kommen sie alle mit mir. Gutes Timing, Root. Okay, da hat was noch dem Schmisser. Jetzt kann er den Knopf nicht mehr drücken. Und der riecht seine Sonnenbrille einfach nur Root. An die Erwart. Ja, jetzt noch schnell auf die Hände treten. Alles klar, Cornio, das wird kurz. Also hör zu. Warum glaubst du, haben wir uns mit deine Typen zusammengetan, um dich zu verwischen? Weil wir bereit sind zu sterben, weil wir siegessicher sind, weil wir keine Ahnung haben. Zwei, Nummer zwei. Ganz falsch. Nee, warte. Jetzt gibt's auch Tomatensaft. Uah! Und Cornio ist Brei. Die richtige Antwort ist... Weil's unser Job ist. Was eine coole Sau, der Root. Oh, vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass du drauf kommen würdest. Elena, sag ein Schwächling, du bist ein Türk. Ja. Hätte nie gedacht, dass du helfen würdest. Ja, das ist der Reno. Ja, ich kümmere mich sofort drum. Was, die Firma? Ja, die wollen, dass wir die Wolk suchen. Anna richtet sich wieder die Brille. Und. Hi, hier sind sein freier Dach. Also man sieht, die können auch menschlich sein. Hey, das ist doch total egal, los, mich runter. Ja, das ist schon ein Quälgeist, du Hiofi, anders kann man es nicht sagen. Ach Gott, aber mir haben sie jetzt wieder dabei. Haben sie gerettet. Jetzt wurschtelt sie da rum und fuchtelt an uns rum und gibt uns unser ganze Materia zurück. Ah, perfekt, jetzt ist die Materia wieder an ihrem rechtmäßigen Platz. Oh je, die Reihenfolge ist total durcheinander. Das ist schon in Ordnung, nicht so pingelig sei. Jedenfalls war das ganz schön knapp. Nee, normalerweise würde ich die verprügeln. Bumm, zack. Ach Gott, was ein lästiger Göre. Der Cornio ist ein Plag. Hätte ich lieber mit meinem Papa zu tun, als mit den Typen. Übrigens, ein paar von den Burschen von der Türke sind richtig gut, ne? Wenigstens haben wir am Ende die Materie wieder kriegt. Oh, jetzt leid, lasst uns unser Reis fortsetzen. Hey, warte mal. Na gut, ich geb's euch. Hier, guck mal. Materie MP-Absorption. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Komm, warten, egal was er sagt, ich komm mit euch. Nächstes Mal. Okay, großartig. Jetzt müssen wir unser Materia nochmal sortieren. Ja. Raub. Gift war auch nicht beim Cloud. Hitze war nicht beim Cloud. Verwandlung war nicht beim Cloud. Schluss. Gift. Ach du liebe Zeit. Jetzt müssen wir echt nochmal sortieren. Ich weiß echt nicht, bei wem was war. Shiva war, glaube ich, durchaus beim Barrett. Zeit, Erde, Odin, Wiederbelebung war auch beim Barrett, ja. Ifrit, Verwandlung, Manipulation, Zerstörung. Manipulation hatten wir gar nicht.
Versiegelung hatten wir. Schwerkraft hatten wir auf jeden Fall. Verwandlung ist Quark. Ifrit und... Ach du liebe Zeit. Ifrit hat das Sid gehabt. Ich packe jetzt mal die MP-Absorption rein. Und gucken wir beim Sid rein. Der hat Gewitter, Kälte, Schokomok. Schokomok gehört zum Cloud. Dodofor kann das Sid. Der Ifrit wieder haben. Behandlung. Umnebelung. Genesung gehört 8 zum Cloud. Alle 8 zum Cloud in dem Fall. Feintechnik gehört zum Cloud. Gegenangriff gehört zum Barrett. Wobei, nee, ich stehe jetzt doch beim Sid belosser. Und das Sid hat auf jeden Fall Gift gehabt. Ramu gehört auch 8 dazu. Kennen wir Hitze durch alle Austauscher. Und Schutz war, glaube ich, noch. Schutz kennen wir durch alle 8 Austauscher. Und Gegenangriff. So, jetzt will ich aber erstmal eine Cloud bestücken. Da kommt auf jeden Fall Genesung und alle Reiter. Schokomok. Der Ramu. Todesstoß hat er nicht gehabt. Der Raub hat er auch nicht gehabt. Aber die Feintechnik hat er drin gehabt. So. Dann. Hitze. Nochmal Hitze ist doof. Das braucht er eigentlich nicht. Der Barrett hat, glaube ich, noch was gehabt. Hast. Hast war eigentlich noch mit alle Verseher. MP-Absorption. Egal. Dann müssen wir hier Emo bei Gift das alle rausmachen. Und das Sid kriegt hier noch der Raub reingeknallt. So. Der Barrett Zeit auf alle. Ja. Zeit auf alle. Wiederbelebung hat er gehabt, Erd hat er gehabt, Verwandlung können wir zugunsten von Hitze rausballern. Dann kriegt der Sid noch den Todesstoß. Analyse haben wir nicht, okay. Fliehen. Packen wir das noch rein. So, und ihr liebe Leid, ich steht Sarah. An der Stelle mache ich einen Cut. Wir fangen an, wo wir vor 2 Episoden aufgehört haben. Wir hören dort auf, wo wir vor 2 Episoden aufgehört haben, in der Wutai-Region. Also machen's gut und bis morgen wieder. Euer Yankee.